Du bist ja gar nicht so richtig neutral, weil du ja mit allen Kontakt hast. Das heißt, wir erinnern uns jetzt, ich sag jetzt mal, Sarah, Vanessa, Simone, da gab es ja immer so ein bisschen Beef. Also ich meine, es ist doch bestimmt total strange, wenn Simone zu dir kommt, Vanessa und auch Sarah. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ein super spannendes Interview. Ich weiß, viele von euch haben drauf gewartet. Und zwar spreche ich heute mit der Nanny von Germany's Next Topmodel. Und jetzt denkt ihr euch so, was? Nanny, was ist das denn? Ja, das ist tatsächlich ein Beruf, von dem wir tatsächlich gar nicht wussten, dass es ihn gibt. Und ja, heute werde ich mal mit der Nanny sozusagen darüber sprechen und habe mir schon ganz viele Fragen notiert. Und was das für Fragen sind, das erfahrt ihr jetzt. Willkommen zurück beim Kanal. Heute habe ich ein Interview mit der Nanny. Die Nanny heißt aber Daniel und alle dachten jetzt wahrscheinlich, es könnte eine Frau sein. Ist nicht so. Also, ja, Überraschung, finde ich gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf euer Feedback, auf ganz viele Daumen nach oben. Und es ist tatsächlich, Daniel, erstmal schön, dass du es überhaupt machst, weil die Leute haben sich das echt gewünscht. Und ja, ich habe auch tatsächlich gemerkt. Ich habe auch viele Anfragen schon bekommen. Ja, also... Ist ja tatsächlich auch was Besonderes, wobei ich glaube, das gibt's vermutlich bei allen Shows, oder? So ein Kandidatenbetreuer würde man das jetzt da natürlich eher nennen. Genau. Ja, gehe ich auch davon aus, dass es eigentlich bei jeder, egal bei welcher Show im Fernsehen, gibt es immer einen Kandidatenbetreuer. Ja, gehe ich auch von aus. Und du als Mann machst ausgerechnet die Nanny bei einer Show, wo es nur Frauen sind. Weil es kann, ich weiß nicht, ich will jetzt hier nicht schäden, nicht, dass die Leute jetzt sagen, oh, ich äußere mich negativ Frauen gegenüber. Männer sind nicht weniger anstrengend. Aber wie anstrengend war es? So mal ganz kurz zusammengefasst, bevor wir ins Detail gehen. Sehr anstrengend. Okay. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich meine... Wie wird man denn überhaupt die GNTM-Nanny? Nee, eigentlich muss ich dich Manny nennen, glaube ich, ist der korrekte genau, Begriff, ne? Ist der Begriff wirklich korrekt so oder hast du dir das ausgedacht? Nee, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Es gibt doch, irgendeiner hat mal gesagt, männliche Nanny okay. Ist dann eine Manny, deswegen, ja. Ja, also wie kommt man zu diesem Job? Eigentlich wie zu jedem anderen Job. Also mich hat damals eine gute Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass ein Kandidatenbetreuer gesucht wird für eine Produktion. Ich wusste auch erstmal noch gar nicht so richtig, um was es geht. Und ob ich jemanden kennen würde, weil ich Student bin oder auch damals dann auch war. Und die haben ja meistens Zeit für sowas. Und genau, ich wurde dann einfach gefragt, ob ich jemanden kennen würde. Ich habe auch einen Kumpel vorgeschlagen und dachte dann so, ich könnte mich ja auch einfach mal bewerben, weil warum nicht, es passt ja gerade sehr gut. Und genau, dann habe ich mich beworben und dann gab es ein Skype-Interview, also ganz normal wie auch bei anderen Bewerbungsgesprächen und dann kam die Zusage. War das dann, also ich meine, Kandidatenbetreuer kann ja vieles sein, ne? Weil es gibt ja auch so unterschiedliche Bereiche, das heißt, es kann weniger anstrengend sein oder sehr, sehr anstrengend. War das dann immer noch so, wo du dachtest, so, okay, habe ich richtig Bock drauf? Also ich meine, mal auch unabhängig davon, dass es nach L.A. geht und du ja auch von zu Hause dann weg bist oder was war dann so dein Eindruck? Ich war natürlich erstmal total baff und dachte so, Wahnsinn, was kommt da jetzt auf mich zu? Und erst auch dann realisiert man das alles. Also dann denkt man drüber nach, wie lange ist man eigentlich weg? Mit wie vielen Mädels ist man da unterwegs? Und man lebt plötzlich in L.A. Also das stürzte alles auf mich nach dem Bewerbungsgespräch ein. Und ja, aber ich war natürlich dann Feuer und Flamme und hab gedacht, geil. Also das ist natürlich mal eine Erfahrung, die man so jetzt nicht oft bekommt. Hast du die Sendung vorher auch mal regelmäßig geguckt oder nur so ab und an? Also ich habe früher, als es losging, die ersten Staffeln, ich glaube 1 bis 3, habe ich noch damals regelmäßig geguckt. Danach dann irgendwie nur noch mal zwischendurch. Und als dann die Zusage kam, musste ich mir natürlich dann noch mal schnell die letzten 2 Staffeln angucken, um mal so ein bisschen einzukommen, was passiert denn da eigentlich dann alles. So, du hast zu Beginn noch gesagt, man bewirbt sich da letztendlich wie bei einem normalen Job. Ist das eine richtig ausgeschriebene Stelle gewesen, ja? Genau, das war ausgeschrieben, Kandidatenbetreuer. Und war das für dich irgendwie, wo du dann so dachtest, L.A., also ich meine, L.A. ist natürlich nice, ich war auch schon da, aber man stellt sich auch die Frage so, okay, man ist ja sehr weit von zu Hause weg, der Zeitunterschied ist natürlich ein Riesenproblem, um mit Familie, Freunden, wie auch immer, Kontakt zu haben. War das was, wo du dir Gedanken drüber gemacht hast oder war das im ersten Moment erstmal egal? Nicht egal, aber ich hatte davor jetzt keine Angst. Ich habe gedacht, das kriegt man jetzt schon irgendwie ganz gut hin und man ist ja auch heutzutage jetzt durch Handy und Pipapo ja doch irgendwie auch schnell im Kontakt mit Freunden und deswegen habe ich mir da eigentlich keine Sorgen gemacht. Ich war einfach dann freudig, oder ich habe mich darauf gefreut, einfach auf diese Chance, mal L.A. einfach mal eine Zeit lang kennenzulernen und nicht nur mal eine Woche oder zwei. Ja, und du wusstest auch, dass es ein längerer Zeitraum ist, ne? Also ich meine,
wir reden ja von 3 Monaten, die nicht am Stück stattfinden, weil es ja zwischendurch immer mal diese Pausen gibt, also ein relativ langer Zeitraum, das war ja auch klar. Genau, richtig. Wird ja dann beim Bewerbungsgespräch dann auch erzählt, den Umfang quasi so ein bisschen wird dann erläutert und deswegen wusste ich auch, was auf mich zukommt. Ja. Du hast auch beruflich, also als du studiert hast, du hast auch mal was im sozialen Bereich gemacht, ne? Also das heißt, du hast auch schon so ein bisschen Kenntnisse und Kompetenz mitgebracht, muss man auch noch dazu sagen, ne? Ja, also ich bin angehender Grundschullehrer. Das okay. Ist jetzt, passt natürlich, das hat, super. Das hat geholfen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube auch. Okay, nein, das muss man sagen, weil ich glaube, viele stellen sich das einfach so, ah ja, geil, chill ich ein paar Monate in L.A., aber es hängt ja dann doch ein bisschen mehr dran. Wo ging es dann eigentlich los, weil die Dreharbeiten startet? Du warst ja in der Staffel von Simone, also 2019, ja. Muss man vielleicht schon dazu sagen. Und die Staffel startete, glaube ich, in Berlin, ne? Genau, da war die große Auftaktshow. Das war ja dann so ein ganz groß Besonderes, weil ja Heidi dann alle eingeladen hat, ja. 50 Mädels, und da ging es dann halt los. Ja, und da war dann auch quasi so mein Beginn dort. Und das heißt, du bist dann auch quasi mit nach Österreich ging's, ne? Kann das sein? Genau. Ja, also warst du auch schon die ganze Zeit mit dabei. Richtig, genau. Ich war quasi dann von Berlin die ganze Zeit an der Seite der Mädels. In Österreich selber waren wir zu zweit, also 2 Kandidatenbetreuer, weil es einfach noch so viele Mädels waren. Ah, okay. Mhm. Und wir waren ja auch aufgesplittet einmal in dieses Verliererhaus und das Gewinnerhotel. Und deswegen waren wir dann auch 2 Kandidaten. In welchem Haus? War ich dann. Ja. In welchem Haus warst du? Ich war im Verliererhaus. Ah, schlecht. Schlecht. Wenn man das jetzt vergleicht, wir wollen jetzt auch gleich noch über L.A. dann sprechen. War die Anfangsphase auch schon super anstrengend oder wurde es eigentlich erst anstrengender, als es dann nach L.A. ging? Ich fand es tatsächlich am Anfang am anstrengendsten, weil erstens war ich natürlich unvorbereitet. Ich wusste gar nicht, was so wirklich alles auf mich zukommt, was der Umfang ist und so weiter. Und dort war ich auch noch sehr viel mit am Set, weil es einfach so viele Mädels waren, waren die Kandidatenbetreuer da auch noch regelmäßig am Set. Und das war einfach sehr anstrengend. Lange Tage, wenig Schlaf, ja. Später wurde es ein bisschen entspannter. Klar, die Mädels sind ja dann auch eingespielt gewesen. Was muss man denn da, wenn man jetzt gerade mal Berlin oder Österreich so, wenn man jetzt so, na, was muss man da machen? Also, man schaut einfach erstmal so ein bisschen, wo überall die Mädels sind. Man muss sich das vorstellen, das Set ist einfach dann auch wirklich groß. Ja. Es sind viele Personen da und die Mädels müssen immer sehr schnell auch manchmal dann an Punkten sein, zum Beispiel zum Fitting, beim Make-up, beim Hair. Und deswegen können die Mädels jetzt nicht großartig da einfach rumlaufen, wie sie wollen, sondern müssen die so ein bisschen wie so eine Herde immer zusammenhalten. Ja. Und ich war tatsächlich am Anfang der große Toilettenbegleiter. Weil manche Toiletten ein bisschen außerhalb waren und dann durfte ich dann immer die Toilettengänge mitmachen. Ja, das ist ja auch ein super schöner Job, ne? Oder auch nicht, weiß ich nicht. 50 Mädels oder 40 geht man quasi die ganze Zeit mit den Damen auf Toilette. Und das war dann, da müssen wir fragen, zwischen Österreich und L.A. war dann nochmal eine kurze Zeit Pause, ne? Das heißt, du konntest dann wahrscheinlich nach Hause und dann nochmal deine Sachen packen, musst du ja auch, weil das Wetter in L.A. ist ja doch ein bisschen anders als jetzt in Deutschland oder Europa. Und dann seid ihr direkt in die Villa eingezogen, diese Model-Villa, ne? Das war ja auch was Besonderes bei der Staffel, genau, dass direkt alle Mädels, die mit nach L.A. gekommen sind, sofort alle in die Villa eingezogen sind. Ja. Und du auch? Genau, ich hatte dann das Glück, dass ich natürlich dann als Kandidatenbetreuer in dieser Staffel dann auch den Luxus hatte, sofort in diese Villa mit einziehen zu dürfen, weil ich ja immer bei den Mädels sein muss. Und genau, es war ja auch diesmal eine sehr, sehr große Villa, damit eben alle Mädels diesen Platz haben. Ja. Und das heißt, dann gibt es einen abgesperrten Bereich für dich oder so ein Vorderhaus oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also in dieser Staffel hatte ich das Glück, dass, weil die Villa so groß war, dass es ein Gästehaus tatsächlich gab. Wir waren verbunden, ich war über so eine kleine Brücke zur Hauptvilla. Quasi verbunden und hatte damit wirklich meinen eigenen Rückzugsort, aber ich habe von Stories gehört, dass die Nannies davor tatsächlich manchmal auch in der Villa einfach im Nebenraum dann schlafen. Ich hatte diesmal dann wirklich den Luxus. Und die müsst euch dann wahrscheinlich verstecken, wenn die Kameras laufen, weil dann sieht man ja in der Regel keinen Betreuer, oder? Genau, richtig. Also uns Mitarbeiter siehst du ja generell nicht. Ja. Und ich war aber dann auch, also jetzt zum Beispiel bei den Dreharbeiten später, jetzt auch nicht mehr so oft mit am Set. Also nur am Anfang, wo einfach wirklich benötigt war, damit ich mit auf die Mädels aufpasse. Und ja. Und das heißt, wenn du halt am Set warst jetzt, dann war das letztendlich wahrscheinlich die gleiche Aufgabe wie in Österreich oder in Berlin. Also zu gucken, wo sind die Mädels, dass sie pünktlich dort und dort sind, dass sie nicht alleine auf Toilette gehen. Wahrscheinlich auch, dass nichts passiert einfach jetzt, wenn sie in L.A. oder, keine Ahnung, über die Straße müssen oder sowas. Okay, und was war die Aufgabe dann in der Villa? Ja, das ist so schwierig zu deuten oder zu beschreiben, weil man ja irgendwie alles macht. Ne? Also du bist, ja, was heißt alles? Putzen nicht.
Nee, genau, putzen nicht und einkaufen nicht, aber ich war Seelsorger. Ich war die quasi Verbindung zwischen Produktionsfirma und den Mädels. Okay. Das bedeutet, ich habe die Infos bekommen, wann die Mädels am nächsten Tag los müssen. Ich wusste, was sie brauchen, ob sie Schuhe brauchen und so weiter. Okay. Das habe ich dann immer durchgegeben. Die Mädels sind zu mir gekommen, wenn sie Probleme hatten, wenn sie Sachen vergessen haben, die sie benötigten, von Medikamenten bis neue Schminke, Duschgel und so weiter. Ich kann das gar nicht mal alles zusammenfassen, weil es einfach wirklich so viel ist. Ja. Wusstest du dann auch immer, was am nächsten Tag ansteht? Was für ein Shooting oder was für eine Challenge? Nee, wahrscheinlich nicht, damit du das nicht weitertratschen kannst. Genau. Also, ich habe wirklich wenig erzählt, nicht aus Versehen verplapper. Aber ich wusste natürlich dann schon, morgen steht jetzt wahrscheinlich ein Shooting an, weil ich dann einfach Infos bekommen habe, was einfach klar war, okay, jetzt wird es wahrscheinlich zu dem Shooting gehen. Ja. Wenn du sagst, du bist der Seelsorger, das war ja auch eine Staffel, wo es relativ viel Krawall gab, muss man sagen. Ne? Ist es dann schwierig, weil du bist ja gar nicht so richtig neutral, weil du ja mit allen Kontakt hast. Das heißt, wir erinnern uns jetzt, ich sag jetzt mal, Sarah, Vanessa, Simone, da gab es ja immer so ein bisschen Beef. Also ich meine, es ist doch bestimmt total strange, wenn Simone zu dir kommt, Vanessa und auch Sarah, weil ne, man ist ja dadurch nicht neutral. Ich stelle mir das total kompliziert vor. Das stimmt und das ist auch die Schwierigkeit, man muss neutral bleiben, weil ich natürlich zum Beispiel nicht mit am Set war, habe diese Streitigkeiten dann nicht mitbekommen und kriege dann einfach eben alle Geschichten einfach dann zu hören. Und ich habe aber mich da auch sehr rausgezogen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich zum einen gesagt habe, die Mädels sind erwachsen genug und die sollen das so ein bisschen unter sich klären. Aber natürlich hatte ich immer ein offenes Ohr, wenn dann jemand kam und darüber reden wollte. Und das ist schon schwierig, das muss man auch wirklich wissen, wenn man so etwas macht, dass man da halt oft Probleme mitbekommt. Und, das wollte ich gerade fragen, hat man das auch richtig gemerkt, so von der Stimmung? Ja, klar. Also ich glaube, jeder, der mal irgendwie, weiß ich, in der WG gewohnt hat oder überhaupt mit Freunden mal irgendwo im Urlaub war, man merkt schon direkt, also wenn ich mal in die Küche unten reingekommen bin, hat man schon auch dann die Funkenfliegen gespürt in der Luft oder man hat dann gedacht, oha, jetzt da ist irgendwas wieder passiert. Und die Mädels kamen ja dann auch mal direkt und haben gesagt, Daniel, hast du schon gehört? Aber wenn du sagst, du bist mal in die Küche gekommen, saßt du dann als Beispiel auch am Abend mit bei denen, ich sag jetzt mal, auf dem Sofa im Wohnzimmer rum? Oder bist du quasi immer nur in der Regel rausgekommen aus deinem Bereich, wenn sie was wollten? Halb. Also ich bin natürlich auch schon mal durch die Villa gegangen und habe mal mit den Mädels gequatscht und habe ein bisschen Zeit mit denen verbracht. Aber ich habe das nicht so viel gemacht. Also ich habe da jetzt nicht jeden Abend mit denen gesessen und habe Abend gegessen. Man muss auch einfach sagen, es sind lange Drehtage für die Mädels und die kommen auch oft nach Hause und waren einfach direkt wieder im Bett. Deswegen war da jetzt nicht so, dass wir da die tollen Grillabende gemacht haben. Wie ist denn das? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Und wir wollen jetzt auch bei der Frage bitte nicht über Namen sprechen. Ich meine, wenn man 20 Mädels hat oder 25, ist ja egal. Es gibt ja auch immer mal jemanden, den man wahrscheinlich mehr mag und den anderen weniger. Vielleicht auch in solchen Streitkonstellationen. Ist es dann schwierig, wenn man auch das Gefühl hat, so, die Person ist auch wirklich schwierig und man mag die auch nicht so. Ich meine, das ist ja normal, ich mag auch nicht jeden. Ne? Und wahrscheinlich mochten dich auch nicht alle Mädels. Also, kannst du mir zwar nicht vorstellen, weil du ja eigentlich ganz nett. Ne, aber wie geht man damit um, wenn man merkt, man hat mit jemandem da so Probleme? Ja, da muss man dann leider auch erwachsen sein. Ne? Also ich habe es mir nicht anmerken lassen. Aber ich muss auch wirklich ehrlich sagen, ich hatte so kein Problem mit irgendeinem Mädel. Und es war wirklich eine spannende Staffel. Wir hatten da ja, einiges Potenzial mit Streitigkeiten und so weiter, aber ich kam wirklich mit jedem Einzelnen sehr gut zurecht, das muss ich schon sagen. Klar, sind vielleicht ein paar Mädels dabei gewesen, die gesagt haben, das wären jetzt nicht meine besten Freundinnen oder mit denen würde ich jetzt so im privaten Leben keine Zeit verbringen, aber ja, also das Passende als Grundschullehrer, dass man weiß, dass man immer mit Menschen zu tun hat und sehr diplomatisch ist. Du hast ja wahrscheinlich dann auch die Ausstrahlung angeguckt. Jetzt interessiert mich natürlich total, nehmen wir jetzt einfach mal Simone und Vanessa und Sarah diesen Streit. Wie hast denn du das dann in der Ausstrahlung wahrgenommen? Also ich meine, mir ist schon klar, dass du ja bei den Streitigkeiten in der Regel nicht dabei warst. Aber du hast ja die Person von einer ganz anderen Seite kennengelernt als wir Zuschauer in privaten Momenten, vielleicht also oft natürlich auch ohne Kamera. Hattest du das Gefühl, da gibt es einen Unterschied? Gerade jetzt bei Vanessa, die ja wirklich sehr viel auch negatives Feedback bekommen hat? Ja, für mich war es wirklich schwierig, weil ich tatsächlich gestehen muss, dass ich die Staffel nicht so detailliert verfolgt habe, wie man es jetzt vermutet hätte. Weil zum einen waren wir am Anfang noch bei den Dreharbeiten, noch in L.A. Stimmt. Als ich dann zurückkam, bin ich erstmal in Urlaub gefahren. Also es waren immer so Momente, wo ich dann immer nur so punktuell geschaut habe. Und ich habe natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, die Mädels immer in ganz anderen Situationen kennengelernt, als dann zum Beispiel am Set
Also wenn die nach Hause gekommen sind, war natürlich eine ganz andere Stimmung oder ein Ambiente als jetzt bei einem stressigen Tag am Set mit Fotoshooting und so weiter. Und deswegen kann ich dazu echt wenig sagen, weil ich habe halt die Mädels immer, also vor allem auch jetzt mit Vanessa, als unglaublich liebevolle und ehrliche Person kennengelernt, wie ich fand, sie hier auch teilweise auch rüberkam. Ja. Aber klar, ich glaube, für die Mädels ist es natürlich da, ja, man, ja, wie kommt man da rüber? Also diese Ausstrahlung, ja, man kriegt mal so einen Spiegel vorgehalten, aber nicht, dass dass irgendwie Vanessa jetzt in die Negative rüberkam, sondern sie war halt eine sehr starke Persönlichkeit und ja, es ist dann natürlich manchmal, wie es dann rüberkommt, ist natürlich auch eine Ansichtssache des Publikums. Du, ich werde es ja auch oft gefragt, ja? Also ich werde ja auch oft, wenn ich jetzt, keine Ahnung, als ich mit einer Liana gesprochen habe, also dann fragen mich natürlich auch alle, also, wie ist denn die? Und dann sage ich so, die war zu mir ganz nett, aber es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, weil sie bei mir in einer, sage ich mal, privaten Atmosphäre ist, ohne Druck, ne? Also ohne Wettbewerbsdruck. Insofern kommen dann die guten Seiten zum Vorschein oder auch oft die schlechten. Also ich meine jetzt... Ja, genau, und wie ist dann halt wirklich ausgestrahlt? Das ist natürlich immer, es wird natürlich ja auch viel geschnitten und so weiter, ja. Aber das sind natürlich die Momente, wie sie auch gedreht worden sind. Ja klar, man kann ja nicht alles zeigen. Ja. Genau, das ist einfach man super schwierig. Und ja, aber ich kann nur sagen, ich habe sie als unglaublich liebe und sehr, ja, sehr starke Persönlichkeit kennengelernt. Und ja. Ich habe sie auch persönlich kennengelernt und fand, also ich fand sie auch wirklich sehr angenehm. Klar, aber war auch eine entspanntere Situation. Wie ist denn das mit Joy gewesen? Das ist natürlich auch super spannend. Also ich meine, das ist ja richtig eskaliert. Wir alle erinnern uns dran. Wie hast denn du die Joy wahrgenommen? Ja, also ich kam mit Joy tatsächlich auch sehr gut klar. Das klingt so blöd, aber es ist wirklich so. Es war jetzt nie so, dass ich irgendwie Schwierigkeiten mit irgendeinem Mädel hatte. Und bei Joy war es natürlich einfach so, dass ich da einfach dreimal mehr etwas sagen musste. Mhm. Also wenn Abfahrt war, war halt Joy dann doch die Letzte, die dann gekommen ist. Und sie hat auch manchmal was hinterfragt, das haben jetzt die anderen Mädels einfach nicht gemacht. Ja, das war natürlich dann hier und wieder ein bisschen anstrengender, aber wie gesagt, ich kam gut mit ihr zurecht, sie hat auch immer auf mich gehört, deswegen ja, war ich dann natürlich ganz auch sehr erleichtert, dass das da auch ganz gut geklappt hat bei uns. Und war es wahrscheinlich aber auch trotzdem umso schockierter, als es eskaliert ist, weil dann hast du wahrscheinlich nicht mit gerechnet, oder? Nein, auf gar keinen Fall, also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Als dann der Anruf kam und dass das passiert ist vom Set, war ja nicht dabei, ja, war ich natürlich auch ein bisschen sprachlos und dachte so, krass, also... Ja, hätte ich so nicht erwartet. Wie ist denn das eigentlich, wenn die Mädels dann rausfliegen? Das heißt, du siehst die in der Villa nochmal, oder? Genau, die kommen dann in die Villa, packen dann ja, es ist ja nicht so, dass sie vorher gepackt haben, packen dann zusammen und dann fahren die dann einzeln wieder weg. Genau. Ist das schwer für dich? Also ich habe am Anfang, ich war sehr gespannt auf diesen Moment und dachte so, mal gucken, wie das wird, weil man kennt das ja immer sehr themenreich, so Abschiede und stellt sich das dann auch mal wahnsinnig krass vor. Am Anfang, muss ich ehrlich gestehen, jetzt kriege wahrscheinlich von einigen Mädels eins drüber, war ich auch ein bisschen erleichtert, wenn dann mal ein Mädel ging. Nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern weil es einfach weniger wurden. Verstehe ich, ja, klar. Natürlich weniger Arbeit war. So gleich mal drei raus und du denkst dir so, geil, es wird ruhiger. Verstehe ich total. Genau, klar. Du musst durchatmen. Ja. Du musst nicht irgendwie 30 aus dem Bett rausbringen, sondern dann... Sondern nur noch 27. aber klar, wenn natürlich das mal dann ein sehr emotionaler Abschied war, das war natürlich jetzt auch einfach mal spannend, das mitzubekommen. Und es hat natürlich dann auch kurz die Stimmung sehr gedrückt im Haus, ja. Und wahrscheinlich wurde es jedes Mal schlimmer, je länger man zusammen war, oder? Also je kleiner die Gruppe wurde. Und man muss sich auch überlegen, die Freundschaften werden ja dann doch auch, also die Bindung zwischen den Mädels wurden ja immer fester. Das hat man dann natürlich auch gemerkt, dass natürlich am Ende quasi die Emotionen viel stärker waren als am Anfang. Wie ist denn das eigentlich für dich bezogen auf die Freizeit? Also wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, was deine Aufgabe war und irgendwie habe ich das Gefühl, du bist ja 24 Stunden in Anführungsstrichen ansprechbar, aber du brauchst ja irgendwann auch mal Rückzugsmomente für dich. Wann gab es die denn? Also ich wüsste jetzt nicht, wann so. Wenn die Videos gedreht haben. Das war quasi meine Pause. Hattest du nie einen Tag frei? Geht ja nicht, ne? Ja, genau, weil die Videos sind ja immer da. Ich kann ja gar nicht so richtig. Ja. Ersatznannies, ja, die dann mal eingesprungen sind, aber ja, also ich hatte quasi meine Pausen, wenn die Mädels gedreht haben, dann bin ich dann in der Stadt umgefahren hatte, konnte die Zeit auch frei einteilen. Klar, aber wenn die Mädels im Haus waren, war ich wieder dafür zuständig. Ja. Ist es dann, also ist es nicht trotzdem auch für dich irgendwann mal anstrengend, wenn du das Gefühl hast, dass du nie so richtig runterkommen kannst? Weil ich meine, auch dieses Zeitfenster, ich meine, wir alle wissen, okay, das wissen nicht alle, aber jetzt wissen es alle, L.A. und Verkehr ist Horror. Also da kannst du eigentlich auch gleich zu Hause bleiben, weil die Zeit, die du hin und zurück brauchst, da ist wahrscheinlich schon das erste Model zurück. Aber hast du nicht irgendwann auch mal so das Gefühl gehabt, so, boah, ich brauche jetzt selber meine Pause und Zeit für mich? Ich hätte es mir nicht so kopfmäßig anstrengend vorgestellt. Also es ist ja nicht körperlich anstrengend, sondern es ist einfach wirklich so diese Psyche, du bist so unter Dauerstrom und das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt.
Und deswegen war ich natürlich am Ende auch, habe ich so dem Ende auch ein bisschen hingefiebert und dachte so, ja, okay, jetzt mal durchatmen und nicht mehr für irgendjemand anderen zuständig und verantwortlich sein, sondern nur noch wirklich für mich. Wobei man muss sagen, es gibt ja nochmal diese Weihnachtspause, habe ich schon mal ganz oft in den Videos drüber gesprochen. Das heißt, du hattest da nochmal eine Chance runterzukommen und dann durftest du, glaube ich, mit nach Mexiko, war die, kann es sein, dass ihr in Mexiko wart? Mit den Halbfinalistinnen, ne? Genau. Da konntest, ja gut, da musst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viel machen, oder? Wenn nur noch so fünf da sind. Bist du entspannt? Nein. Ich hatte auch weniger Mädels. Ja. Hast du auch mal Heidi dann dort getroffen? Oder was heißt getroffen? Also ich meine, ja, also wenn du manchmal mit am Set warst, oder das wahrscheinlich nicht, ne? Das geht dann alles so schnell. Genau, also tatsächlich habe ich sie nie getroffen, das ja. ist wahrscheinlich jetzt auch für viele eine Überraschung. Es hätte schon die Momente gegeben, am Anfang in Berlin hatten wir es eigentlich vorgehabt, aber es ist einfach so, ein Drehtag ist unfassbar stressig und Heidi kommt ja auch wirklich an und es wird sofort gedreht und es wird gemacht. Das ist ein sehr, sehr langer Tag und ich bin dann auch einfach nicht die Persönlichkeit, die dann jetzt irgendwie sagt, ja, jetzt hat sie gerade eine Pause, jetzt quatsche ich sie auch einfach mal an. Also, verstehe ich auch. Klar, ja. Also das ist jetzt auch nicht so, dass Heidi da jetzt irgendwie unerreichbar ist oder so, aber ich bin dann einfach nicht der Typ dafür und habe einfach gesagt, ja. Nee, verstehe ich, weil man denkt sich ja auch so, die ist ja auch gerade mal froh, wenn sie mal ihre 5 Minuten genau. für sich hat. Ne? Mal essen, ja. Ja. Und wie, also das heißt, du hast, dann war ja irgendwann das Halbfinale gedreht und dann ging es ja zum Finale, also das heißt, war ja nochmal Pause dazwischen auch wieder. Beim Finale musstest du auch Nanny spielen dann wahrscheinlich, ne? Genau, richtig, ja. Dann ist man ja dann nochmal da mit allen Mädels dann zusammen. Das ist natürlich dann ja nochmal spannend wieder. Ja. War das ein Schock für dich, als du dann erfahren hast, dass Vanessa das Finale hingeworfen hat? Ja, klar. Das war natürlich, glaube ich, für alle ja eine totale Überraschung. Ja, voll, ne? Also ich meine, man hat nicht damit gerechnet. Das gab es ja irgendwie auch noch nicht. Nee, genau. Deswegen war dann sicher, als ich dann die Meldung auch bekommen habe, dachte ich, ach krass. Ja. Und du warst dann aber auch vor Ort quasi mit beim Finale und hast dann, warst du bei den Proben dabei oder was hast du dann gemacht? Ja genau, die Mädels sind ja schon eine Zeit lang vorher da, um das ja alles mit einzustudieren, die ganzen Abläufe und so weiter. Und es ist dann halt immer, sobald Mädels da sind, bin ich als Manny dann halt auch immer da, damit ich dann immer gucke, wegen, ja, müssen ja auch morgens dann geweckt werden oder gucken, dass alle pünktlich bei der Probe sind und so weiter. Ja, das war dann nochmal eine spannende und anstrengende Tage. Wurdest du eigentlich auch manchmal dann so von Freunden, ich weiß ja jetzt nicht, ob deine Freunde das gucken oder so, aber wurdest du dann auch immer mal so gefragt, so, oh, wer fliegt denn als nächstes raus und so, oder hat deine Freunde das gar nicht interessiert? Nee, das also so explizit nicht, aber sie waren natürlich total interessiert. Ne? Ja. Natürlich die ganze Zeit mal was wissen. Und wie sind die Mädels? Was ist da? Wer ist da alles dabei? Und als natürlich dann auch dann schon klar ist, welche Mädels dabei sind, haben die immer gefragt, wie ist die denn? Wie ist die denn? Na? Hattest du eigentlich so während der Phase, also wo gedreht wurde, auch schon so ein Gefühl, dass zum Beispiel Simone super weit kommen könnte und Vanessa auch? Also hat man da selber ein Gefühl für, ich weiß, es ist schwierig zu beurteilen, weil du ja nicht beim Dreh mal mit dabei bist. Das heißt, du weißt nicht, wie sind die Shootings und ne, du siehst das ja alles nicht. Aber man hat ja vielleicht trotzdem ein Gefühl, wo man sagt, ich glaube, die könnte weit kommen. Das war dann eher meistens aus Erzählungen. Ne? Also wenn ich dann irgendwie mitbekommen habe, okay, Simi hat wieder einen Job bekommen oder Vanessa hat wieder einen Job bekommen, da war mir natürlich ein bisschen klar, okay, die kommen scheinbar auch sehr gut an. Ja. Aber wie du sagst, die kamen bei mir an und liefen dann in Jogginghose rum. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Und ich fand es dann unglaublich spannend, diese Verwandlung manchmal zu sehen, wenn ich dann Bilder von Fotoshootings gesehen habe, wo ich dachte so, wow, also Wahnsinn, was aus den Mädels dann rausgeholt werden kann oder was in denen steckt. Das fand ich schon echt super. Würdest du sagen, dass da auch irgendwie Freundschaften entstanden sind? So ein bisschen zwischen dir und den Models? Oder ist es dann trotzdem noch ein bisschen distanziert? Weil, ich meine, es sind ja junge Frauen und man hat ja trotzdem auch so die, wie sagt man, ich will jetzt nicht sagen, so die Vaterrolle in diesem nicht im klassischen Sinne, aber du warst ja immer der aufgepasst, das ist ja trotzdem eine andere Ebene. Genau. Entsteht da trotzdem so ein Verhältnis, wo man sagt, man hat mit jemandem nochmal Kontakt oder in der Regel eher nicht? Ja, also sind jetzt nicht so die besten Freundinnen daraus geworden, also nicht, dass es nicht funktioniert hätte, aber viele wohnen ja einfach dann auch weit weg, das kommt ja hinzu. Ich finde aber schon, dass man in dieser kurzen Zeit eine unglaubliche Bindung aufgebaut hat, weil ich natürlich dann deren einzige Bezugsperson war und das merkt man dann schon, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viel Bindung aufbaut. Das glaube ich. Genau. Du hast zwar gesagt, dass du irgendwie froh warst, als es dann so Richtung Ende ging, was halt auch normal ist, ja, aber warst du dann trotzdem traurig, als es dann wirklich hieß, okay, es ist jetzt erstmal vorbei? Ja, das war wirklich so, ich war so zwiegespalten. Zum einen echt so, oh, Gott sei Dank, wir sind gelandet, als ich dann mit den Mädels zurückgekommen bin und dachte so, und jetzt ist meine Aufgabe erstmal erledigt. Aber klar, das war dann schon, ich dachte so, wow, diese Zeit ist dann so schnell vorbeigegangen, man hat so viel erlebt. Ja, das fand ich schon sehr krass. Also war auch sehr schwierig für mich, ja. Wie war das für dich eigentlich mit dem Kontakt mit der Familie? Also wir haben ja vorhin schon über diesen Zeitunterschied gesprochen. Ging das alles?
Ja, also das hat eigentlich immer ganz gut gepasst, weil zum Beispiel dann früh morgen, man ist ja auch recht früh aufgestanden, konnte ich dann quasi dann immer wieder zu Hause anrufen, dann war dann so wieder Abend. Also das war für mich jetzt kein Problem. Das war natürlich für die Mädels dann schon viel schwieriger. Ja. Du hast es kein zweites Mal gemacht, ne? Nee, genau. Warum nicht? Das hatte einfach mehrere Gründe. Also zum einen, dass ich einfach im Studium steckte und dachte, wenn ich jetzt nochmal ein halbes oder ein Semester raus bin, das frisst doch viel Zeit. Und es war halt wirklich anstrengend. Also man darf das nicht unterschätzen. Und man weiß ja auch nicht, was kommt dann für Mädels, was hat man da für Charaktere. Und ich dachte, komm, das war jetzt einfach eine tolle Erfahrung, das war super, aber... Ich meine, man wird ja auch bezahlt, ne? Finde ich das jetzt, falls ich sollte fragen, so, das ist nicht ehrenamtlich, also man bekommt ja auch Geld dafür, aber das ist ja, Geld ist ja auch egal, wenn es einfach irgendwie trotzdem super anstrengend ist. Und du hattest ja trotzdem auch andere Ziele noch so in deinem Leben, wo du sagst, passt jetzt nicht, ne? Genau, richtig, ja. Du bist, glaube ich, auch der erste, also ich meine jetzt nicht nur, weil du der erste Mann warst, auch die erste Nanny, Manny, wie auch immer man das jetzt nennen will, die wirklich mediale Berichterstattung hatte. Vielleicht habe ich es vorher irgendwie auch nicht mitbekommen oder mich hat es nicht interessiert, keine Ahnung. Wie war das, als dann plötzlich so, ja, so die Öffentlichkeit Interesse an dir hatte? Ja, total merkwürdig. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Es gab ja dann diesen einen Rap-Beitrag. Ja, den habe ich sogar gesehen, ja. Und dann explodierte plötzlich alles. Das war halt echt Wahnsinn. Hätte ich so auch gar nicht erwartet und ist natürlich mal eine coole, auch das eben eine coole Erfahrung mal gewesen, ja. Ja. Es gab schon mal irgendwie mediale Berichterstattung, aber halt viel weniger, als es jetzt in dem Fall war bei mir. Ja. Es ist total strange, weil die Leute haben zu mir mal gesagt, ja, mach doch mal mit einer Nanny oder Nanny, haben sie gesagt, von der GNTM irgendwie so ein Interview und ich weiß es noch, das ist total strange, ich konnte irgendwie am Abend mal nicht schlafen und habe dann so Instagram gesurft und da kann man diese Beiträge so angucken, wo einem die Sachen vorgeschlagen werden, ne? Und dann wurdest du mir vorgeschlagen und dann dachte ich so, okay, dann habe ich erstmal ein paar Bilder durchgeliked, so ganz unauffällig, um erstmal zu gucken, ob es eine Gegenreaktion gibt, ne? Weil ich war mir nicht so sicher, ich dachte mir so, okay, möchte da jemand so drüber sprechen, weil die Leute haben natürlich auch mal so ein bisschen Angst, man könnte irgendwie was Falsches sagen oder so, aber dann hat es ja irgendwie geklappt und ich finde das irgendwie auch total spannend einfach, also die Leute sind da super interessiert, also checkt alles an Instagram ab, es ist unten in der Infobox verlinkt, denn falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich jetzt vielleicht nicht beantwortet habe, dann könnt ihr ihm die natürlich gerne stellen, aber ich glaube, für mich machen das jetzt tatsächlich alle Fragen, ich überlege mir, was einfällt, aber es war echt spannend. Also, ich hätte gern mal Mäuschen gespielt. Eigentlich hätte man sofort so eine kleine Doku drehen können, so von jedem Tag von dir. So noch ein bisschen mehr mit behind the scenes. Aufstehen mit den Mädels, ja. Ja, aufstehen ist ein gutes Stichwort. Ihr seid doch mal super früh raus, ne? Ja, das gab echt manchmal Zeiten. Also, ich habe sehr wenig geschlafen in der Zeit, ja. Boah, also früh aufstehen ist ja Horror. Genau, und die hatten ja auch kein Handy. Also, wir hatten dann zum Glück irgendwann Wecker in dem Haus, in der Villa. Aber am Anfang, als wir noch in Sölden waren, musste ich quasi echt klopfen. Aber sag mal, die sind super früh aufgestanden. So, dann sind die aus dem Haus und du hattest ja dann Zeit für dich. Und du musstest ja trotzdem warten, bis die kommen. Und manchmal war das ja irgendwie auch spät am Abend. Hast du ja manchmal noch Mittagsschlaf oder so gemacht? Weil man ist ja sonst total... Ich hab mich total mal hingelegt. Ja, ne? Wenn es sehr früh war, bin ich nochmal kurz ins Bett gegangen und nochmal 2-3 Stunden gepennt. Ich wollte gerade sagen, weil man ist ja sonst völlig fertig mit der Welt irgendwie. Ja, und da merkt man aber auch mal einfach wieder, was die Mädels da alles leisten. Also das darf man nicht unterschätzen, wie lange die da am Set sind. Das hätte ich nicht erwartet. Und die gehen da auch wirklich an ihre Grenzen. Also, ja, ein Schlafentzug macht auch aggressiv. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Und Hunger. Ja, auch. Und wenn man auf Toilette muss. Und das. Ja, krass. War super interessant. Ich bedanke mich bei dir, dass es so gut geklappt hat. Ja. Und ich bedanke mich natürlich bei den Zuschauern. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wie gesagt, bei Instagram könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.